Tjup, tjup, tjup. Tjup, tjup. Okay, dann los. Okay. Okay, dann los. Tjup, tjup, tjup. Wow! Alter! Tjup, tjup. Ah! Wow, wow! Hallo liebe Zuschauer, heute nehme ich euch mit auf den Gravity Trail Schläferskopf in Wiesbaden. Mit dabei ist der Nico, Luca, Boris, Ricardo und der Sven. Und der Ricardo hat ein neues Bike. Das ist ein Specialized Elite. Enduro Elite. Elite, ja. Okay, was hast du? 20,5 Zoll, Rahmengröße M. Okay, was hast du daran schon verändert? Pedale? Ja, Pedale, Lenkervorbau. Ja, ein paar Sachen kommen noch. Okay, und zufrieden mit dem Bike? Ja, mega. Mega. Ja, und die Igelgruppe, genau. Ja, ah ja, genau. Weil normalerweise ist da 1x11 drauf. Ja, 1x11 und jetzt hat er eine, also GX 1x11 und jetzt hat er GX 1x12. Ich bin auch noch nicht ganz wieder gesund, deswegen habe ich mir erlaubt, mit dem E-Bike zu fahren. Hier mit meinem Kenevo. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, mit der Breakforce One H2O. Und der Gabel. Und der Gabel. Nochmal, Challenge, RockShox RCT3. Oder heißt? Das ist richtig ausgesprochen. RockShox Lyric RCT3. RCT3. Wer von euch nicht weiß, worum es hier geht, wo ist die Infobox? Da habe ich das Video verlinkt. Zum Ende des Videos durchklicken, da habe ich es nicht geschafft, den Namen der Gabel auszusprechen. Ist sehr lustig gewesen. Klickt mal durch, schaut es euch an. Okay, jetzt geht's runter. Wer war noch nicht hier gewesen? Nico und Luca. Trail ist ein bisschen verschneit, aber zum Glück sind da schon ein paar lang gefahren, dass wir eine kleine Spur haben, wo wir lang müssen. Ja, da steht auch ein Schneemann, den lassen wir stehen. Ich werfe den Kopf ab. Das ist hier eine Freeride-Strecke, hier gibt es keinen Lift, muss man hochfahren. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Ich mit E-Bike habe noch kein bisschen geschwitzt, will ich heute auch nicht. Ein bisschen schonen, und aber trotzdem mit den Jungs mithalten bergauf. Wenn ihr hier fahrt, bitte natürlich mit Fullface und Protektorenjacke. Nicht dem Luca und dem Boris nachmachen. Unbedingt mit Fullface-Helm fahren. Am besten immer mit Fullface-Helm fahren. Schiebehilfe, wo bist du da? Immer da. Geht er von alleine hoch. Tschuh! Ja, du kannst unten schon über die großen Felder springen. Also heute ein bisschen vorsichtig fahren, könnte gefroren sein, Schnee, allgemein gefährlich. Hier sind eigentlich ein paar große Sprünge. Denke aber, die werden gesperrt sein wie. Die sind gesperrt. Ja. Im ersten Abschnitt, die zwei sind offen. Okay. Da ist okay. Halt einer, da will der ist offen, weil da wird noch gebaut. Genau, okay. Es geht gut. Jo, hier ist sogar ein bisschen Erde. War ein bisschen gefroren. Oh shit, hier ist auch gefroren. Jo, erste Abfahrt schon mal ziemlich geil. Erstaunlich viel Grip. Geht das nur mir so mit den Reifen oder was? Läuft das bei euch auch mit dem Grip? Geht. Geht? Ja. Hier der Anlieger war vereist. Ja, ja. Der Eugen? Eugen vor. Hä? Ja.
Hä? Wer ist das denn? Was hast denn du da für ein Bike? Hast ja gar nicht gerallt jetzt. Sven, schon wieder ein neues Bike oder was? Wow! Hast du gesehen? Ah, oh, mein Fuß! Wow. Hier ist ein Gap. Da sollte man nicht versinken. Was sagt denn die Linse? Ja. Oh, weiter ist ein Matsch. Jetzt top. Eigentlich muss man da oben irgendwo reinfahren. Ja. Ach so, da bin ich noch nie lang gefahren. Oder ist das neu? Hier im Schnee sieht das alles auch ein bisschen anders aus. Der Schredd war geil. Ja, mit dem Vorderrad, gell? Komm weiter. Wegen Ricardo, ey! Komm, Eugen. Wow! Alter! Das ist hier so ein richtiger Schneetrail. Ah. Boah, da bin ich jetzt nicht drüber gekommen. Also beim Springen merkt man das E-Bike schon mit seinen 22, 23 Kilo. Wow. Shit. Genau, hier ist jetzt die schwarze Line. Und das führt hier über einen größeren Sprung. Hier, das ist ein Road Gap. Geht auch ganz gut. Muss dann gut anrollen. Vielleicht noch ein, zwei Mal hier reintreten. Aber heute nicht. Mit dem E-Bike beim Schnee. Lieber nicht. Wie sie da alle stehen. Aber ich frage mich, wer ist das? Eugen? Also auch ein Table. Oh. Gravity Trail Schäferskopf, blaue Line war das jetzt fast durchgehend. Gibt halt auch die rote oder ein paar Stellen die schwarze. Hey Leo. Alter. So, wir haben uns jetzt gestärkt. Jetzt geht's weiter, obwohl ich mir meinen Kakao nicht wirklich verdient habe heute. Ich habe noch kein bisschen geschwitzt, gell? Gut, es geht wieder bergauf. Los geht's.
Warte, eigentlich muss ich mal den Burnout hier, aber guck mal, der Schnee ist schon weggeschmolzen. Mal gleich gucken, wo ich mal einen Burnout ziehen kann. Warte, pass mal auf. Oh, Sven! Ja! Sind wir heute zu dritt? Das Wetter ist echt geil, ey. Ja, Mann. Das ist geil. Oh, oh. Boah, wie dick der Baumstamm ist. Boah. Guck mal der. Der muss in meinen Kamin. Guck mal, wie lange der brennt. Ja, Mann. Guck mal, wie der da drauf sitzt. Ja. So, bremsen das, ob die Bremsen schon eingefahren sind. Jo. Hinne. Auch. Wer von euch auch Break Force One fährt, fragt mal nach bei Break Force One. Ihr wollt die neuen Belege. Und zwar sind das die 52.3.1. Die alten waren die 52.2.1. Beziehungsweise hatte ich mal eine Testversion, das war 52.2.2. Und hier die 3.1 bisher jetzt, also vorne. Geil! Knallt schnell rein. Und richtig Druck drauf packen. Geht das Hinterrad hoch. Ja, läuft. Oh. Ja, mit dem E-Bike ist das so eine Sache. Oh. Ah, Scheiße. Oh. Ja. Ja, ich brauche mal wieder ein bisschen Übung hier. Ich bin das letzte Mal, wann? Mit Fabio Schäfer, Nico und Yannick in Koblenz Streetbike-Runde gefahren. Seitdem habe ich nicht mehr auf dem Enduro gesessen. Einmal in Lanzarote auf dem Epic und sonst gar nicht mehr gefahren. Das ist sehr uncool. Weg da. Und deswegen freue ich mich, dass heute so schönes Wetter ist, dass man ein bisschen Spaß haben kann hier mit den Jungs. Ah, da kommt ein bisschen was raus. Dann können wir mal versuchen, das Bike auf die Seite zu legen, dass die Milch hier reinläuft. Und dann müsste das eigentlich wieder dicht werden. So, damit die Milch sich genau da verteilt. Kann sein, dass da irgendwie ein Sandkorn oder sowas dazwischen gekommen ist und deswegen die ganze Zeit einen Luftspalt hält. Da müssen wir jetzt ein bisschen Luft draufhauen. Ricardo, hast du eine Pumpe dabei? Oh. Sollen wir runterfahren? Ja, ich fahr runter. Komm, ich komm mit, dann schiebe ich dich hoch. So, hast du aufgepumpt? Ja. Wie viel Bar hast du draufgehauen? Und auf geht's. Guck mal hier, siehst du das Höhenprofil? Krass. Gleich geht das. Okay, dann los. Okay. Okay, dann los. Okay, dann los. Okay. Wow!
auch noch eine Line hier. Es war einfach rutschig. Ich wusste, dass das so glatt ist hier. Alles gut? Ja. Alter, guck mal. Da, Vorsicht! Da nicht! So, hier ist die Alternativline. Hier ist das Table. Ah! Kann nicht mehr drauf. Wir sind jetzt schon vorgefahren, der Ricardo und Boris. Oh, ja. Guck mal hier. War cool. Oh, Pumpen, Werkzeug. Cool. Eine Pumpe! Geil! Tschub. Dann passiert nie was. Na, jetzt ein bisschen schneller, das Ding. Ja. Jo. Wow! Wow, Nico, das war knapp, du. Oh. Was? Wow, Scheiße! Alter! Alter! Das war ein richtiger Schmerz. Hast du gesehen? Ja, aber. Alter Vater! Oh, Slippy Conditions! Ja! Yeah. Das war geil! Ja, das war's in unserer Runde heute hier am Gravity Trail Schläferskopf in Wiesbaden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht zuzuschauen. Vielleicht genauso sehr wie uns das Fahren hier im Schnee, war schon lustig. Es waren nur zwei Abfahrten, aber ja, na gut. Meine Hose ist komplett durchnässt, mein Arsch ist gefroren, ich spüre eigentlich gar nichts mehr vor Kälte, alles taub. Ja, ich war nicht auf das Wetter gefasst, bei uns war alles trocken.
Und umso höher wir kamen, umso mehr Schnee hat gelegen. Und jetzt mittlerweile ist das hier alles schon getaut, alles nass. Sven hat ja einen YouTube-Kanal. Erzähl mal, was machst du da so? Ja, meine Umbauten zeige ich, erkläre so ein paar Sachen. Luftgabel ist zum Beispiel schon online, umgebauter Freilauf. Und alles zum neuen Rad, was ihr schon so grob jetzt zum gesehen neuen habt. Rad? Zum neuen, ja. Was du das immer auf dem Train? Ach so, ich hab mich schon gefragt, wo der Sven ist. Mit seinem Specialized Enduro. Hast du es überhaupt noch? Ja. Ja, okay, also checkt mal auf seinen YouTube-Kanal. Link dazu in der Videobeschreibung. Und da werdet ihr alles über Svens neues Bike erfahren. Wann wird das Video online kommen? Das Video wird wahrscheinlich in 2 Wochen kommen. In 2 Wochen. Also schaltet ein und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao. Das Ding ist geil.